Herr Beckmeier, OTB, Offshore Terminal, ist nach wie vor in der Diskussion. Warum sagen Sie, dass Bremerhaven diesen Offshore Terminal braucht, so dringend braucht? Also ich denke mal, an diesem OTB geht gar kein Weg vorbei. Wir haben hier eine sehr interessante Infrastruktur, eine sehr interessante, einen maritimen Besatz von Offshore-Unternehmen. Der Gondelhersteller Adven, der Gondelhersteller Senvion, sie sind hier. Wir haben weitere große Zulieferer. Dies alles schreit danach, dass wir auch die logistischen Vorteile eines OTBs auch für die Produktion von Offshore-Windanlagen draußen und Windparks heben. Und darum, denke ich, muss alles getan werden, dass auch ein solcher Offshore-Windpark, Offshore-Terminal hier in Bremerhaven auch gebaut wird, und zwar zügig und umgehend. Glauben Sie, dass das zusätzliche Ansiedlungen auch bringt, dass das Unternehmen nach Bremerhaven noch lockt? Also auf jeden Fall. Erstmal sichert es die vorhandenen Arbeitsplätze ab, weil die Unternehmen, die hier sind, auf diese Art und Weise auch perspektivisch ihrer Kundschaft sagen können, wir haben hier einen super Platz. Und zweitens weiß ich, dass mindestens 4 Anfragen in Bremerhaven laufen von Unternehmen, die sich umschauen und bei denen die Fragestellung OTB eine wichtige Rolle spielt. Und darum bin ich der festen Überzeugung, nachdem dies Ganze, was in, da abgelaufen ist, auch mit dem BUND stattgefunden hat, dass man sich auf diesen Platz und auf diesen Standort geeinigt hat, dass der nun beklagt wird, finde ich geradezu schändlich. Ich bin der Überzeugung, dass wir bei dieser Fragestellung auch die ökonomischen und die arbeitsmarktpolitischen Interessen dieser Stadt und dieser Region berücksichtigen müssen. Und bei der Abschätzung, wie sieht das eigentlich perspektivisch aus, nicht nur auf den deutschen Markt alleine schauen, sondern auf den europäischen Markt insgesamt. Ein ausführliches Interview mit Herrn Beckmeier, dem maritimen Koordinator der Bundesregierung, morgen in der Nordsee-Zeitung. Vielen Dank, Herr Beckmeier. Okay.